Hallo, Hallöchen, Leute. Ich bin's, euer AdDP, und ich sage danke, dass ihr weiter mit zuschaut. Ja, ein Aschenbecher. Haha, den habe ich auch gerade neben mir. Elevator Control. Nein, nein, nein. Aber man kann den Fahrstuhl anscheinend auch wieder runterrufen. Ja, in der letzten Session haben wir miterlebt, wie Weasley den ganzen Laden hier übernommen hat, GLaDOS in eine Kartoffel gesperrt hat und ja, wer weiß wie viele Kilometer unter die Erde gedonnert hat. Und ja, wo wir schon beim Thema unter der Erde sind, es ist doch eigentlich unglaublich, dass hier unter der neuen Testanlage oben noch eine weitere alte Testanlage unten ist. Ja, die Frage, die sich jetzt uns aufstellt, ist, wem wird Yogi Löw heute aufstellen? Was? Ansicht vergrößern. Ah, okay, okay, ich hab's ja kapiert. Ich hab's doch kapiert. Mensch, Leute, schlagt mich doch nicht. Wow. Ich meine, es ist spät genug, so spät, dass ich vergessen habe, die Stoppuhr anzumachen. So. ja. Geht hier auch irgendwas auf? Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Alles klar. Höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Kohle, Kohle, tralala. Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da rüber muss. Ah! War richtig. So, jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Irgendwie muss das hier klappen. Ich hab's im Gespür. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war Zufall. Los geht's. Schneidet euch an, Ladies and Gentlemen, sprach Dr. Octopus. Ich kenne den Code nicht. Warte. 1111? 1112? Nein, keine Ahnung. Ich kann ja mal gucken, was da oben ist. Wow. Ich kann ja wirklich was ransetzen. Aber das ist ja schon wieder so ein Code. Machen wir es so. Ich war zu faul. Ja, schauen wir mal weiter. Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Everchild. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Eben. Jetzt, wo gerade diese Stille ist, kann ich ja schon mal sagen, solltet ihr einen Ventilator hören, beachtet ihn nicht. Das ist wohl nur ein kleines Summen im Kopf. Es gibt gar keine Ventilatoren und ich habe bestimmt auch keinen an, weil mir hier zu warm ist. Ja, mach auf. Danke. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst direkt zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich. Sagt die
sehr schön. Das Rückstoßgel, meine Freunde. Eine Erneuerung aus. Ja. Aus Portal 2. Ich spring rauf und spring wieder hoch. Yay. Ja, und mit meiner Duckentaste kann ich den Sprung vermeiden. Yay. 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 Schönes Gel. Ja. Bleib doch stehen. Bleib doch. Hui. 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 Ich würde sagen, dich. Oh, guck mal diese alten Kubus-Dinger an und diese alten Schalter. Hui. Mann, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Da hat er recht. Was? Ja. Hupsa. Wo ging's weiter? Da. Glaube ich. Puh, ja. Nehmen wir mal die Treppe. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. So komme ich doch wieder zum Anfang. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Ach nö. Ja, geh doch! Oh, jetzt war das Portal nicht richtig. Mann! Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. So ein einfacher Test. Und ich verkacke ihn auch noch. Ja. Ja, klasse. Ah, ich bin so blöd manchmal. So, was hat sich jetzt geändert? Das hat sich geändert. Ah. Was ändere ich hier? Hä, was ändere ich denn hier? Ah! Yay! 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 Okay, gut. Nee. Nee, nee, nee. Nö, 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 nö. Ich komme nach oben, ich bleibe oben. Ich bleibe oben. Lässt du mich jetzt mal? Danke. Ich glaube, der hätte jetzt noch gerne mit mir weitergespielt. Dankeschön. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Ja? Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Guter Tipp. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Ja, wir magen schon Menschenknochen. Ich habe ja, es kennt ja nicht meine Menschenseele. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wie lange ich eigentlich jetzt noch aufnehmen will. Ich muss eigentlich bald schon wieder zur Arbeit. Und wir nehmen jetzt, ja, jetzt schon eigentlich wieder eine komplette Stunde auf, so gesehen. So geking. Was? Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest.
Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Was ist mit den Ratten? Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Hä? Was? Wieder hoch oder auch da. Oh komm, setz doch. Sonst setzt was. Puh. Ich weiß den Weg gar nicht. Ich renne hier einfach rum. Drum kann ich sagen, was ich will. Und das mit massenweise Skill. Danke. Na los. Komm, wir machen uns hier mal eine kleine Springparty. So, da noch ein bisschen. Dann noch da ein bisschen. Komm. So. Sollte, glaube ich, reichen. Glaube ich. Ja. Wir gucken mal. Was haben wir denn da hinten? Nix. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ach Mann. Ah. Ich glaube, jetzt habe ich es. Mit meinem Habicht. Was mache ich hier überhaupt? Das wird niemals klappen. Das wird niemals klappen. Niemals. Ich wusste es. Ah, okay, ich hab's kapiert. Ja, Leute, ich bin blöd. Ja, ihr seid viel besser als ich. Ihr seid die Tollsten. Ach, Mann. Na los. So. Hui. Hui. Oh, bitte klapp. Oh, danke. Und vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. Alles klar. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Okay. Gut, ich habe daran gar nicht gedacht. Und ihr? Ich habe gerade an kleine süße Rehe gedacht, von denen Gladys vorhin noch erzählt hat. Vorhin? Nee, das ist ja schon ein paar Folgen her. Das war ja noch in der letzten Session, die ich vorhin noch gerendert habe. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Nein, die hab ich gar nicht. Ich hab sie gerade wirklich nicht. Au. Ach da. Was mache ich hier überhaupt? Ah. Komm.
Na, drück ihn doch. Oh, komm hoch da.